Hallo, ich bin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play zu Battlehand, die kleine App, die vielleicht doch ein bisschen mehr zu bieten hat als alle anderen. Wir haben gerade Bree besiegt, einen wirklich menschlichen Gegner, kein monströser Gegner, sondern einen menschlichen Gegner. Ein heißblütiger Held ist die nächste Mission. Du hast Ruhmstufe 2 erreicht, maximale Helden im Trupp von 1 auf 2 gestiegen und maximale Dungeon-Schlüssel auf 25 von 27. Glückwunsch, dein Ruhm wurde hochgestuft. Dein Ruhm bestimmt die Stufe deiner Helden und erschließt die Welt für dich. Das Abschließen von Quests und Dungeons bringt dir Ruhm. Also brauche ich Ruhm und nicht Erfahrung? Achso, das ist Ruhm. Okay, Ruhm ist also Erfahrung. Okay, verstehe. In der Taverne findest du neue Helden. Rekrutiere Bree. Sie könnte sich im Kampf als nützlich erweisen. Das ist die, gegen die wir gerade gekämpft haben. Bree ist als Kartenklasse einer Scharfschützin, Element Erde, Grund-LP 175 und sie hat später als Eigenschaften noch heilende Eile, heilender Kuss und volle Herzen. Als Passive, okay. Held rekrutieren. Jetzt haben wir also zwei Helden, die wir im Kampf benutzen können, immer nicht nur einen. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal ganz kurz bei Kampfkarten. Jetzt haben wir nämlich hier, auch nochmal acht Karten. Heldenfähigkeit. Achso, okay, das sehen wir sowieso gleich. Sammlung, was haben wir bei Sammlung? Achso, das sind alle Karten, die wir haben, ja. Bisher. Scharfschützenkarten, Magierkarten, Kampfkarten. Gibt sicherlich später noch wesentlich mehr. Jetzt schauen wir nochmal, wie sie haben. Blastpfeil. 10% Chance auf kritischen Treffer. Okay, dieses Symbol heißt also Chance auf kritischen Treffer. Das ist bestimmt Blutung, genau. Messerscharf. Was haben wir hier? Vergiftung. Dann haben wir hier. Drei Runden gegen Erde zu schwächen. Achso, okay, das heißt, wir gehen erst dann 15% Chance, 3 Runden gegen Erde schwächer zu sein. Das heißt, wir machen dann mehr Schaden. Stumpfer Pfeil, das ist ganz... Nee, doch nicht. 20% Chance, plus eine Runde zu unterbrechen. Hier haben wir nochmal Crit, richtig? Genau. Hier haben wir Flächenschaden und Crit. Ja, und hier nochmal Crit, genau. Also sie ist halt so scharfschützenmäßig Crit halt veranlagt, ist ja klar. Zwei Köpfe sind besser als einer. Erziele 3 Sterne in doppelter Ärger. 1500 Münzen, eine Montys Rune, Montys Feuerrune, damit verbesserst du die Eigenschaft deiner Helden. Bonuskarte. Achso, Bonuskarten sind das. Kombiniere Bonuskarten mit Kampfkarten, um ihre EP zu erhöhen. Erhalte Bonus-EP für das Kombinieren von Karten mit dem gleichen Element. What? Verstehe ich nicht. Ist egal. So, wir machen jetzt auf jeden Fall das nächste hier. Jetzt haben wir nämlich zwei Helden dabei. Das ist cool. Das ist sehr cool. Jetzt fängt so ein bisschen an. Jetzt haben wir übrigens zwei Kämpfe. Auch hier oben links seht ihr ein bis zwei Kämpfe. Ja. Und er kann jetzt ebenfalls nochmal diesen Fall machen. Erstmal, BÄM, Feuerschaden. Und jetzt nochmal, check, ein kleiner Sniper. Okay, Zeitsteuerung war gewesen, verlangsamt 4 Runden. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Blitzbö, Scharfschütze trifft einen Einzelgänger und fügt ihm 22 Luftschaden zu. Und hier haben wir Überbliss. Schon wieder, die gehen beide auf ihn, seht ihr das? Dass die beide hier auf ihn gehen? Heftig. Was wollt ihr nach? Was wollt ihr von mir? What the fuck? So, wir haben erstmal den killen. Übler Pfeil. Ich glaube, wie viel Schaden macht er? 49. Da hat er noch 27 übrig. Und da reicht der Bodenpfeil. Ach, doch. Nein, reicht er nicht. Doch, 49, wollte ich schon sagen. So, wir können jetzt Übler Pfeil. Lichtbarriere. Gibt einem Gewehr einem Schiff. Und da geht schon wieder auf ihn. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir ihm einmal mein Klettschild. Bam. In einer Runde greift er dann sowieso wieder an. Kann ich mir jetzt theoretisch noch ein Blasenschild geben? Keine Ahnung, ich glaube. Ich habe keine Ahnung. Sieht komisch aus. So, zwei Runden habe ich allerdings nur. Kann ja später noch einen Heilzauber raushauen. Messerscharf. Und hier hinten habt ihr irgendwie noch so eine komische Leiste. Ich weiß nicht, was die macht, aber werden wir dann sehen. Wenn es soweit ist. Bäm. Aua. Monstereigenschaft aktiviert Radar. Angriffsbonus. Okay, das ist also eine kleine Monstereigenschaft. Finde ich jetzt nicht so dolle, ehrlich gesagt. Wie viel Schaden macht er? 59, okay, dann macht er genau den Schaden darauf. Ich würde sagen, heilen wir uns auch mal selber, wa? Ach, der ist unnötig, den brauchen wir nicht. Jetzt hätte ich eine Heilung gebraucht, aber gut. Und hier unten könnte man theoretisch mit den Porträts hin und her switchen. Erdschaden 88. Easy. Um dann halt nochmal vielleicht was ändern zu können. Tote 50 Monster, was ist das denn? Ach, das ist noch eine Nebenquest. Okay, verstehe.
Hole 30 Sterne normal, dann. Es gibt die ganze Zeit noch Nebenquests. Holy shit. Sammle 25 Bonuskarten. Aber wieder eine Bonuskarte, eine Stinkekäse. Yeah. Zwei Köpfe sind besser als einer. Wieder mal. Oh, Montes Fargo und wieder eine Laterne. Vielen Dank. Aber eigentlich müsste jetzt ein wahrer Held. Ah ja, genau. Schalte Meteor frei von Monty. Jetzt, wo sich dein Trupp so langsam sehen lassen kann, schau doch mal, welche verborgenen Kräfte deine Helden haben. Schalte Montys Eigenschaft mit dieser Heldenrune frei. Das ist eine Eigenschaft, die sich während des Kampfes auflädt, die man dann benutzen kann. Bei ihm haben wir hier Meteor, Schaden bei mehreren Zielen 89, kostet uns eine Montys Feuerrune und 500 Gold. Und wenn wir sie verbessern, nochmal zwei Montys Feuerrune und 3000 Gold. So, Aktivtrupp an, Feuertrupp angesprochen, 55 Dauer 1 pro Runde. Und, erfordert Heldenstufe 15 und als Passiv erfordert Heldenstufe 30, Truppverteidigungsbonus 230. Das heißt, also das ist die ganze Zeit aktiv. Ja, und hier haben wir dann theoretisch halt hier Trupp heilen, Dauer 5 Runden. Dauer 5. Okay. Trupp heilen pro Runde und hier Bonus auf Max LP des Trupps. Und hier gibt's halt. Achso. Warum ist nicht, denn dein Trupp wartet aber in der Thermal auf dich? Hier gibt es so unglaublich viele Helden. Und am Ende sollte man sich wirklich halt dafür entscheiden, in jedem Trupp immer so eins von jedem Element wahrscheinlich zu haben. Ja. Wieder ein Schnickekäse, yay, und Feuerregen. Schließe der Showdown ab. Und der Showdown. Okay, werden wir gleich sehen. Mögliche Beute als eine Laterne kriegen wir jetzt vielleicht als mögliche Beute. Und hier ein alter Würfel. Oder Stinkekäse. Also, das sind hier so die wesentlich besseren Bonuskarten, die roten, als die normalen Comment-Karten. So. Meister Tomlin, irgendwas stimmt nicht. Eine schreckliche Macht nähert sich. Ein kleiner Drache. Was ist das? Tomlin, wo hast du uns da nur reingeritten? Das kann nicht sein. Eine Furie ist zurückgekehrt. Das kann nur eins bedeuten. Amethyst, ja, das ist die Frau, die wir am Anfang gesehen hatten. Links, die geredet hatte, dieser Bösewicht. In diesem Kampf kannst du auf eine Sache hoffen, lang genug zu überlegen, um deine Eigenschaft einzusetzen, Monty. Das wird sie nicht ausschalten, aber vielleicht zieht sie sich dann zurück. Ich zaubere eine Schutzsphäre um dich, die lange genug halten könnte, bis du dein Feuer entfesseln kannst. Mach dich bereit. Könnte. Ich könnte ja vielleicht, ja. So, und hier seht ihr den Meteor, den ich freigeschaltet habe. Ein glühender Stab. Und hier machen wir einfach mal einen Bodenpfeil. Kämpfer trifft alle Gegner und fügt ihnen 180 Schaden zu. Ja, das Ding hat auch 2112 Leben. Also so leicht kriegen wir den nicht down. Übler Pfeil. Und jedes Mal, wenn Monty angreift, dann gibt es hier ordentlich Prozente dazu. Oder wenn Monty angegriffen wird. Aua. Eine Zaubergranate und eine Zeitsteuerung. Machen wir mal. Was ist denn, wenn das hier nur? Okay, gibt immer nur so viel, wie halt wirklich das Ding auch wert ist. Die Rundenanzahl. Bam! Noch ein Bodenfall. Und gleich hat er sein Meteor bereit. 22% nur noch. Und da ist er bereit. Ja, da ist er im Sarg umgekippt. Beeil dich, Monty. Überzieh das Biest mit einem Feuerregen. Bam! Da brennt's. Ja, stell dich diese komischen dunklen Quadrate einfach als Feuer vor. Höllenfeuer, Tomlin. Amethyst ist zurück. So wie ich es vorausgesagt habe, Bestenberg befindet sich in schrecklicher Gefahr. Schnapp dir Bree und dann nichts wie weg hier. Ja, Bree ist da leider umgefallen, aber ist auch egal. Und da kriegen wir wieder eine Montys Feuerrune. Sehr schön. Die hat übrigens 3 Sterne. Es gibt 5 Sterne Maximum, so wie ich das hier sehe. Erkunde mit Bree und. Okay, Kapitel abgeschlossen. Wir haben ein Kapitel abgeschlossen. Den Prolog, also das Intro sozusagen. Der Einstieg. Und dafür haben wir 50 Juwelen bekommen. Königin Amethyst Finsternis wird sich überall im Bestienberg ausbreiten, wenn sie ihre Macht zurückerlangt. Die Furien und ihre dunklen Armeen werden schon dafür sorgen. Was steht als nächstes an? Wir müssen den Durchgang durch den Knollenwald freimachen, bevor die Finsternis die Stadt erreicht. Du musst dorthin reisen, während ich mich auf die Suche nach mehr Helden für dich begebe. Ich kenne die Wälder gut, ich werde uns dorthin bringen. Gut, so langsam wurde es interessant. Ich hatte eh keine Lust mehr auf Bingo. Möchtest du dein bisheriges... Nein, danke. Möchte ich jetzt nicht bewerten. So, wir haben hier im Briefkasten noch ein paar Informationen. Mein liebsten Tölpel. Okay. Mein liebsten Tölpel, wie ihr sicherlich schon alle mitbekommen habt, ist euer kleiner Zufluchtsort Bestienberg nicht mehr ganz so sicher, wie er einst war. Ich dachte mir, es wäre an der Zeit, eure langweiligen, unwichtige Leben ein wenig interessanter zu gestalten. Wie in den alten Zeiten. Ich erwache jetzt und freue mich, euch alle persönlich zu treffen. Bis dahin werden euch meine Diener sicherlich unterhalten. Hochachtungsvoll und in fröhlicher Vorfreude auf die superlitzigen Zeiten. Amethyst. Zeiten zusammen. So, hier haben wir noch irgendwas. 10.000 Goldmünzen gratis, okay.
Irgendwie eine Umfrage auf dem Wiki, glaube ich, zu dem battlehead.wikia.com. Da steht bestimmt alles über das Spiel. Vielen Dank für die 10.000 Münzen. Und hier gibt es noch ein Valentinsgeschenk, weil heute ist, was ist nochmal heute? Der 13. Februar. 14. ist, glaube ich, Valentinstag. Ja, die könnte man das theoretisch, wenn es deutsch wäre, würde ich es lesen, aber ich kann es so nicht übersetzen. Ich glaube, das ist ein Gedicht. Aber dann wurde wahrscheinlich vieles verloren gehen. 700 Goldmünzen und 35 Juwelen gratis. Vielen Dank dafür. Und was haben wir hier nochmal? Okay, irgendeine Veranstaltung war hier gewesen, irgendein Contest und der Winner wurde kontaktiert, alles klar. Und dann haben wir hier die restlichen beiden gelesenen Dinger. Okay, kann man uns irgendwie einen Namen geben? Da, okay, stelle deinen Anzeigenamen ein. Vielen Dank dafür. So, kann man den Namen ändern? Kann man anscheinend jederzeit ändern, den Namen. Mache deinen Namen zur Legende. Da kriegen wir ein heiliges Buch, eine Schreckhitze. Die Verwirrung, glaube ich, beim Gegner verursacht und halt 10 Ruhm. Melde ich keinen Kongel, um dein Spiel in der Cloud zu speichern. Melde ich beschäftigt gar. Würde ich danach machen. Nach dem Part. Weil ich möchte wirklich, dass das Spiel eigentlich gerne gespeichert wird. Aber jetzt gerade nicht. Lege Montys feurige neue Kampfkarte an. Schreckhitze, okay. Nein, warte. So, wir haben hier drei Runden, ein Feuerzauber, drei Runden und was haben wir hier als Fähigkeit? Betäubung, okay. Zaubergeschoss, dann haben wir halt keins mehr, wenn ich das jetzt wegnehmen würde, das Zaubergeschoss, hätten wir keins mehr für eine Runde, das wäre ärgerlich. Eigentlich würde ich gerne die Zeitsteuerung rausnehmen, würde ich sagen. Mal drei Runden, das sind auch drei Runden, macht ein bisschen mehr Schaden. So, hier bitte. Gib eine Kampfkarte in das Deck eines deiner Helden. Okay. Gut, die kann man dann theoretisch, glaube ich, verkaufen, oder? Hier, ach so. Himmelskarte, vielen Dank. Ich wollte eigentlich gerade noch mal auf die Kampfkarten. Denn irgendwo konnte man, glaube ich, diese... Hier, seht ihr, Duplikaten. Die Duplikate sind ja gar nicht. Shop? Kann man die verkaufen? Nee, leider nicht, glaube ich nicht. Hier haben wir übrigens ein Bronzepaket, 5 Karten, mindestens eine Kampfkarte. Beim Silberpaket für 150 Juwelen, 5 Kampfkarten, mindestens 2 ungewöhnliche Karten, mindestens eine Kampfkarte. Also 2 Bonuskarten wahrscheinlich sind das dann. Wobei ungewöhnliche Karten können ja auch Bonuskarten sein. Und hat das Goldpaket für 300, 5 Karten, mindestens 2 seltene Karten, mindestens eine Kampfkarte. Also ich denke, ich werde dafür sparen für das Goldpaket. Hier haben wir auch noch Materialien. Achso, hier kommen die Materialien, verstehe. Erdschatz. Alles klar. Kartenpakete, Juwelen kann man sich hier kaufen, ne? Seht ihr ja. Ja, alles klar. 8.410 Euro, alles klar. Brauche ich nicht. Ich werde sicherlich durch die ganzen Missionen genug bekommen, denke ich. So, was haben wir hier denn? Deck bearbeiten? Okay. Ich habe für sie keine weiteren Karten. Gut, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wir machen ganz kurz wieder eine kleine Pause. Ich werde mich nach diesem Part, werde ich mich bei Kongregate anmelden. Ich habe da noch einen Account, ich müsste mal die Account-Daten da rauskramen. Und dann ist auf jeden Fall mein Save gespeichert in der Cloud. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Battlehand. Und bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.